dass sie bei diesem schlechten Wetter zu uns gekommen sind. Und, oder um, besser gesagt, hier einen besonderen Abend zu erleben. Und ich begrüße eine, auf die kennt ihr fast den Titel unserer Veranstaltung vom 1. Juli anwenden. Damals haben wir gedacht an einen Komponisten, der vor den Nazis flüchten musste, später aus Amerika zurückkam und auch in Salzburg lange gelebt hat, von der Werner Richard Heimann, der den Ausspruch getätigt hat, und so war dann der Titel des Abends: Sie kennen mich nicht, aber Sie haben schon viel von mir gehört, weil er unter anderem ein Freund, ein wahrer Freund, viele andere Schlager komponiert hat. Und man könnte das fast auf die Christina Höfner anwenden, denn alle Einzelhörerinnen und Hörer zumindest, ist sie ein Begriff, denke ich mir, herzlich willkommen, die Autorin, Kulturjournalistin, Publizistin, Historikerin Christina Höfner. Der Grund, warum sie da ist, wissen Sie. Jetzt sage ich vorher noch zwei Sätze, weil danach ist es wahrscheinlich zu warm. Wir haben gerade eine Mitgliederversammlung gehabt, es gibt einen Verein Literaturhaus mit aktuell Stand 31. Dezember 2010 434 Mitgliedern. Das ist ganz in Ordnung, aber es könnten noch ein paar mehr sein. Also wenn Sie Interesse haben, uns zu unterstützen im Verein, das kostet einmal im Jahr 29 Euro. Sie werden dann auch zu besonderen Veranstaltungen wie heute Abend eingeladen. Sie bekommen Ermäßigungen, das Programm hilft und so weiter. Und es erlischt nach einem Jahr automatisch, also keine Angst. Sie kaufen sich da kein Abonnement, das Sie nie mehr ausstellen können. Ermäßigt für Schüler, Studenten, Senioren, 18 Euro im Jahr. Also das wäre eine Investition, die uns hilft und Ihnen das bringt. Das war jetzt die Eigenwerbung. Es gibt im Sommer noch zwei Veranstaltungen. Das Literaturforum Leseland hat die Clemens Werger Ende Juli eingeladen, am 28. Juli. Und morgen die Salzburger Autorengruppe, die beiden Autorinnen Roswitha Klaushofer und Margrethe Fuchs. Diese beiden Veranstaltungen werden dann quasi unser Frühjahrsprogramm ausklingen lassen.